So Leute, willkommen bei mir wieder zurück auf heute frohes neues Jahr, so 2022, 1. Januar. Heute, wir machen mal ein bisschen weiter von Silvesterabend jetzt mit unserem Spiel This Land is My Land. Na, viel Spaß beim Glaube ich, Zuschauen. dass auf Zukunft verzichte, weil dich höre ich über Tiers. So, und weiter geht's. Und Ranek, Schüsselmanissel, Dissel, Ragnack. Ranik, oh Gott, ich will immer Ragnar sagen. Ich bin so doof. ich bin Nacktag, ne? Nacktack. Das Ja, du bist Nacktack. Aber gucke ja, nicht, Nacktag. das sage ich jetzt aber nicht im Stream. Also nicht wundern, Leute, ne? Ranik und ich sind da zusammen im Teamspeak und ihr werdet ihn nicht hören. Aber er wird sich mit mir ein Ja, bisschen aber wir unterhalten. sind zusammen Herzchen. Oh ja, er lässt euch alle grüßen. Vielleicht will das ja noch mal schreiben. Musst du aufpassen, ne, wenn das gegen Goykala hört, ne, dass wir zusammen sind. Der wird so eifersüchtig. Gott sei Dank bist du nicht im Stream zu hören. Bist? So, wir minimieren erstmal allen Dünnschiss, den wir nicht brauchen. Hier, zack, Was minimieren, dich? minimieren, minimieren. Dich braucht man nicht minimieren, du bist schon minimiert. Du bist ja Minimi. Super Minimi. So. So, Ton? Ton? Ton ist da. Sehr gut. So. Ich hoffe, die Kamera sitzt an der ordentlichen Stelle. So, gut. Mal gucken, ganz kurz. Ja. Ja, passt. Wer sich das antun will, guckt auch rein. Ne? So, wir sind hier. Genau. Wir brauchen neue Lager. Wir müssen uns halt ein bisschen formieren. Obwohl, es macht, glaube ich, keinen Sinn, neue Lager und Gebiete einzunehmen, wenn wir die alten Lager nie ausgebaut haben. Oder beziehungsweise nicht aufgefrischt haben. Wir sind ja nur drei von fünf drinne. Wir sind einer von acht. Wir sind fünf von fünf. Ich habe mich stark verteilt. Ach, hier drüben steht so noch da. So, dann werden wir erstmal den hier eine Aufträge zuweisen. Ach, ich muss das Lager erst upgraden. Dieses hier muss ich erst upgraden. Dazu brauchen wir 10 Seile. Oh Gott, das ist noch. Ach du Scheibenkleister. Okay. Jetzt ist ein kleines Lager, das muss man erstmal upgraden, bevor man überhaupt Befehle. Also das hier müssen wir befestigen. Weil es ja direkt am Rand des Weißen Mannes ist. Also hier von hier kam man ja letztens. Deswegen müssen wir das Lager upgraden. Wir brauchen 10 Stöcke, wir brauchen 10 Felle. Das sind Eberfelle, genau, und 10 Seile. So, was haben wir hier? Okay. 10, kann man das. Lol, ich kann das mir von hier aus nehmen. Ach, ich kann das von hier aus hin und her switchen. Cool. Nehmen wir uns nochmal 10 davon gleich noch mit und 10 Stöcke. Geben das jetzt hier rein. Ach so, das wollte ich so machen. So, okay. Und jetzt können wir das Lager upgraden. Next Level. Flatsch.
Oh, mein Mittagessen ist da. Und jetzt können wir Aufträge hinzufügen. So Leute, ihr braucht erstmal Bewaffnung ein bisschen, ne? Also ihr da. Ist ja am besten, wenn ihr mal 100 Pfeile macht, bitte. Sind jetzt nicht so. So, nebenbei bitte noch essen. So. Okay. So, das sollte erstmal für die Lagerverteidigung reichen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Schweine, damit wir das Lager hier oben auch noch upgraden können. Weil das ist ja dasselbe. So, das hier ist jetzt nicht mehr verteidigt. Aha, weil es jetzt nur noch eine Person ist. Das ist schlecht. Die Frage ist jetzt, wenn sie es hergestellt haben, hören sie ja nicht so schnell auf, da muss ich also mal wieder ein bisschen hinterher sein und nachgucken dann, ne? Dass sie dann nicht so viel machen. Gut. Nein, 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 oh, ich will immer X drücken, wegen Windows. So, gut. Und wir werden uns jetzt hier reinwagen. Was ich immer noch nicht verstehe, das hier ist rot. Warum kann ich nichts machen dort? Wir werden uns jetzt nach hier vorne wagen. Aber erst wenn es hell ist, weil ich sonst sehe ich nichts. Super, schmeckt gut. Ah, ah, die haben auch die Häuser des Weißen Mannes abgerissen gänzlich jetzt hier. Erweitert seine Grenzen. Rotage. Ja, guck mal. Hast du gesehen? Die waren da drin im Boden. Also, passiert. Rotage erweitert seine Grenzen. Wo ist Rotage? Absolut geil bei dem Spiel finde ich immer noch dieses regionale Wetter. Es ist das erste verdammte Survival-Game, was ich sehe, dass kein globales Wettersystem existiert. Es existiert endlich mal ein regionales Wettersystem. Das ist fantastisch. Das heißt, in dem Gebiet regnet es, während es im anderen Gebiet Sonnenschein oder ein Sturm oder Vulkanausbruch gibt, nach dem Motto, oder Armageddon kommt, ne? Ich finde es halt geil. Also so muss das sein, finde ich. Ist ja so wie bei Spielen wie Ark, ne? Oder Valheim beispielsweise mal. Wenn es da regnet, regnet es überall. Das ist irgendwie dumm, weil das gibt es ja nie wirklich so. So, wir gehen jetzt bis hierher. So, und das Pferd wird jetzt wieder automatisch reiten. Und zwar wird es jetzt wahrscheinlich die gelbe Route einschlagen. Es wird also ein bisschen zurückreiten und dann hier die gelbe Route langreiten. Was für mich auch völlig in Ordnung ist. Also das System, das automatisch Reiten jetzt schon langsam verstanden habe. Es sei denn, man ist mitten im Wald, dann verstehe ich es wieder nie. Wenn ich mit der Großschreibentaste, also mit der Caps Lock Taste, das als automatisch Reiten einzustellen, ist ein bisschen irritierend für mich, weil meiner Tastatur das Caps Lock mit einem extrem blauen Licht gekennzeichnet ist. Meistens mache ich das aus. Ja, hat aber den Vorteil, ich weiß, dass hier Caplock noch an ist. Wenn ich jetzt bei einer Tastatur hätte, die jetzt das nie angezeigt hätte. Also meistens mal verwirrend. Das Pferd eiert? Nee, das, ja, keine Ahnung, also.
So reitet doch kein Mensch. So, das ist die Siedlung, die ich nicht kaputt kriege. Scheiß drauf. Da ist aber auch keine Sau mehr. Da war ja dies. Nö, da war dies. Doch, einnehmen kann ich es wahrscheinlich schon. Da kann man eine Lagerklappe bauen. So. Wir haben hier oben einen Gefangenentransport. Das ist gut. Nehmen wir uns den mal an, hä? Ich hätte was essen sollen im Spiel. Ich habe ja noch was dabei. Ja, klasse, jetzt bin ich dehydriert. Die haben doch bestimmt Whisky dabei. Schon alleine im Wasserfass würde mir komplett reichen. Und Brunnen ist da auf jeden Fall. Kannst auch laut reden. Du dämlicher Bastard, denk. Boah, shit, alter Schwede. Abgeknallt, alter Mensch. Ich hab's genau gehört, dass du ihn ermordet hast. Du dämlicher Bastard und ein Penner. Denkst du wirklich, du könntest einen Veteran mir Angst anjagen? Harald Huffington. Kann den Namen nicht lesen. Und ich habe schon viele Rothäute wie dich. Deine Worte sind billig, aber ich werde sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Immer noch dehydriert, ich hoffe, der Junge hat was. Finde, was steht dort oben? Eine Spitze. So. So. Dann mal weiter hier.
Also bis in die Küche schaffen. Was für ein Spüler, bitte. Dürfen dann die Füße wackeln da. So. Irgendwie ordentlich. Was denn? Mama, hast du schon gegessen? Wir essen gerade. Ja, fantastisch. So, dann mal los. Saufen. Hände waschen bitte. Prost. Ich hab Monster gemacht. Was isst du? Zum Mittag? Ist doch so. Ich hab mal Mittag gegessen. So, mal gucken. Sind wir schon alleine beschäftigt, Thomas? Was denn du, Sam? Du musst noch deine Schularbeit machen? Ja. Abmarsch, Schularbeit. Ich will noch keine Schularbeit. Doch, wird er gesehen. Hey. Ab. Los, mach. Ja, nimm jetzt mit. Ich komme mal noch mit. So, am besten ist, wenn ich doch erstmal mein Fernglas nutze. Dafür habe ich ja gesagt, oh, shit. Dafür habe ich doch geskillt gehabt, ey. Ich bin doch in so ein Kackbuhn. Auch verstecken kann man sich gut, muss ich sagen. Oh, ich muss aufpassen, hinter mir sind Wölfe. Krakatunga. Grab den Klappstuhl aus. Ja, weil die Kamera gerade so und der in den Stein reinguckt. Ja, dass ich hier vorne. Gottes Willen, Alter, wo kommt denn der? Bis wohin kommt denn der jetzt? Hast du schon bis dahin geklitscht? Nee. Der hat gucken gekommen. Mein Freund, das war ein bisschen langsam. Geteilt, wo Harrod übrigens ist. Sehr gut, er hat mir gesagt, wo der ist. Das ist doch mal klasse. Der hat mir schon gleich verraten, wo der ist. Mal gucken hier. Mal hier. Ich weiß. Ich glaube, es ist aber nur noch einer. Das war beim Kleinen, ne? Nein, ist draußen. Ich glaube, auch nur noch. Ach, das ist er selber. Das ist der Harrodon. Deswegen ist er markiert. Und da ist noch einer. Ist markiert. Ich weiß nie, was der Stern zu bedeuten hat. Wahrscheinlich Hauptziel. Nee, ich glaube, das ist der Lagerchef. Holen wir uns erstmal den Harrodon.
den Harold. Den sein Skype habe ich mir jetzt genommen. Ich töte jetzt nicht so viele, aber Leute, die halt so dasteht, hat, dass sie schon viele auf dem Gewissen haben und so weiter, die werde ich ausschalten. Töten ist zwar nicht die das Hauptthema hier, aber muss ja irgendwie wahrscheinlich gewährleistet werden. Oh Gottes Willen, was habe ich denn so viel Böken jetzt dabei? Die kosten mich doch bloß Gewicht, sinnloserweise. Das Pferd trägt erstmal ein bisschen was mit. Das ist gut. So. Und jetzt holen wir uns den Chef. Das ist der Lagerchef, deswegen Stern. Ich habe mich ja erinnert. Und den quetschen wir jetzt aus, was er will, wie so eine dreckige Laus. Klasse. Kampf hier drüben hat begonnen, soweit ich gelesen hatte gerade. Wo kann man das eigentlich nochmal nachlesen hier? Das Lager ist wieder weg. Klasse. Also das müssen wir echt verbessern. Entschuldigung, ich habe noch rechtzeitig gerade das Rauchsignal gegeben. Das wird auch oft angegriffen irgendwie. War an Demo den Horn. Alter, meine Leute sterben dort. Gesagt, dass das scheiß Ding wird ja auch angegriffen, ey. Die Kavallerie. Ist ja zum Kotzen, dass das jedes Mal dort angegriffen wird. Alter Schwede. Da ist was zum Plündern. Och, so war einiges drin. So, irgendwie aber hieß es ja hier Gefängnis. Hier sind Gefangene. Sehe nicht. Okay. Was passiert, wenn ich den freilasse? Ja, oder sie schließen sich mir halt an.
Nee. Oh, das ist schade. Gut, will ich beim nächsten Mal Bescheid. Oder? Hey, das Lager wird wieder besetzt. Ja, wahrscheinlich, weil du sie gerade befreit hast, vielleicht auch. Nee, die sind weg. Warte mal, jetzt tragen Krieger bei. Doch! Nee, sie müssten beigetreten sein. Stand ja oben gerade da. Ich muss so gleich mal hin, das ist ja, dort ist ja die Party los dort. Okay, was haben wir hier noch? Plündern. Plündermehrer. So, zack. Was ist das? Ah, eine 6. Eine 6. 6. 1773er Navy Pistol gelernt. Bauplan, sehr gut. So, und dann machen wir das jetzt hier. Und bitte sehr. Beenden wir hier den Schmarrn noch und dann gehen wir schnell zurück. No? So. Müssen wir uns jetzt beeilen. Es gibt's doch nie, dass das da dauernd angegriffen wird. Ich will eh hierher gehen. Ich wurde niedergeschlagen. Das Pferd hatte eigentlich auch Leben. Oh, was denn jetzt? Hat nichts. Das einfach. Das spielt keine Rückmeldung. Ich muss das eben nochmal neu starten dadurch. Das hat sich gerade aufgefressen. Das Zoom geht leider. Moment. Seid so, gerade aufgefressen hat sich das Spiel. Ist das ein bisschen beschissen? Also. Wo war man da? Ich glaube, da habe ich noch das, die Siedlung gerade noch gehabt, ne? Dann wollte ich die gerade noch niederbrennen. Ach, du musst die noch befreien schnell. Niederbrennen. Dieder oder immer noch nieder. So. Da dürfte das Bild wieder da sein.
Ja, fortsetzt bitte. Stand da löschen. Nö. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Das ist eine starke Truppe, die dort ist. Ich fasse es nie eigentlich. Bin ich immer noch verletzt? So halte ich mir eigentlich noch den Bauch. Meter entfernt. Nur etwas Hunger, das hat aber nichts mit dem Magen zu tun. Das, was ich bin am Magen verletzt noch. Ich bin halt noch am Magen verletzt. 300 Meter rund gesehen, gleich entfernt nur noch. Das geht. So. Also ich weiß noch nicht so wie richtig, wie ich die Lager, wie ich das Lager verstärken soll, befestigen soll gegen Angriffe. War schlecht. Oh nee, Gesundheit, ich blute. Oh, der dumme Wolf.
Es ist doch nicht zu fassen. Wie oft will ich denn jetzt noch drauf gehen dort? Geist des großen Manitou hat gesprochen. Machst keinen Spaß dann, wenn du sowas machst. Das nennt man verhöhnen, verspotten. Komm ich wenigstens von der Seite. So zudecken kannst du schon mal anziehen. So, kommen wir jetzt von der anderen Seite und hoffen wir, dass wir das Pferd jetzt uns holen können. Wölfe finde ich sogar gefährlicher, weil die sind schwerer für mich zu treffen und halt schneller. Und die greifen im Rudel an, genau. So, da wo das Pferd steht. Okay, das ist schlecht. Ist das ganze Zeug weg von mir? Alles erstmal weg, was ich nicht ins Klubbe, was ich nicht ins Pferd getan habe, oder? Okay, wie viele Patronen haben wir? 16er, 4 Schuss, 3 Schuss. Das ist alles zu wenig hier, was ich habe. Das Pferd hat nur 20 Leben. Die dämlichen Wölfe, ey. Nehmen. Alle nehmen. Was soll denn das sein, Kaninchen? Wölfe! So, weil die so klein aussehen auf dem Pferd. Kaninchen sind noch kleiner. Klar, erstmal fett daneben schießen. Und tschüss. Bin wieder tot. So, diesmal sterbe ich aber gleich hier. So. Müsste ich aber auch hier wiederbelebt werden. Ja, jetzt pass auf, jetzt schickt er mich zum Hauptlager zurück. Dann drehe ich durch. Und dann ist das Spiel halt dementsprechend echt bescheuert wegen der Wiederbelebung.
Mann. Zurück. Plündern. Plündermera. So. Nehmen. Einlagern. Nehmen. Nee, einlagern. Nochmal. 44er. 3 Schuss. So, den Ehenwolf müsste ich eigentlich hier irgendwo erschossen haben, oder? Ja, jetzt muss ich handeln hier. Das sind die Leute, die jetzt mich ausrauben gegangen sind. Die haben wahrscheinlich auch Loot von mir dabei. Machen da drüben halt. Ja, genau, das sind die. Die haben mich ausgeraubt. Also überfallen, sagen wir mal so. Ja, der hat auch Sachen dabei von mir, ich sehe es gerade. So, mein Freund, das war's jetzt hier mit eurem Überfall. Der hat nichts zu sagen. Komm, weg mit dir. Schmutz. Dann ist die dreckige Schwein. So, jetzt habe ich erstmal das Zeug. Das war ein Chef. Das war wahrscheinlich der Anführer der Bande, die mich jetzt überfallen hat. Nimm Rache an. Okay, habe ich abgeschlossen. Sehr schön. Rache habe ich abgeschlossen. So, dann sind die so gesagt dadurch erledigt. Guck mal, das sind 2 Fragezeichen. Ja, das sind. Da habe ich was. 3. So, Pferdchen. Komm her. Pferdchen kommt her und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das, wie sieht das mit dem Lager hier drüben aus? Das sind 4, das sind 5, das sind 11. Das sind alle 11, die ich hatte. Verdammt. Hey. Danke.
Kann man nicht reinlegen. Verdammt. So. Und gib mir mal bitte 0,5 her. Dann lege ich 5 wieder rein. Ich kann nicht reiten, während ich überladen bin. Dann schmeißen wir die hier erstmal weg. Also ich bin immer noch überladen. Gut, dann hier. Ja, die Fragezeichen waren ja gestern hier. Da habe ich aber das Lager niedergebrannt und die Fragezeichen vorher geplündert. Aber die gingen ja dadurch nie weg. So, dann lassen wir uns mal erneut dorthin reiten jetzt wieder. Das Ding dort, keine Ahnung, warum das so... Egal, wir müssen erstmal gucken, was wir mit unseren Leuten machen, weil wir haben explizit 4 Leute verloren. Wirklich richtig verloren, also tot. Die bloß so zurückgezogen, weil wenn die nämlich verwundet sind, manche meistens oder so zurückgeschlagen werden, dann rennen die zurück ins Lager. Aber jetzt haben wir wirklich 4 Tote, regelrecht. Für 4 Leute, die wir auch befreit hatten, haben wir 4 Tote. Das ist halt leider schade. Es sandet eine Gruppe aus, um Gold zu sammeln. Schon. So, da ist eigentlich das Lager von mir. Ist das jetzt wieder übernommen worden? Da ist eine... Oh Gott. Eine Squaw ist hier aber nichts weiter hier. Kein Mann. Klasse. Jetzt können wir mit dem Lager halt ohne nicht anfangen. Okay, wir machen das so. Senden. Senden. 3. Wir können nur 3 senden. Zack. Bin ich bescheuert? Hier rüber. In die Patrouille. Senden an. Da. 3. Los. Das Lager muss ja wieder in Betrieb genommen werden. Ich krieg eine Krise, wieso das Lager ja jedes Mal attackiert wird. Gibt es da Gold? Gibt es hier Gold? Ist hier Gold? Ich habe keine Ahnung, warum das hier immer so gemacht wird. Nee, das ist ja auch eher, hier ist ja auch niemand. Die Leute, die es jetzt versucht haben, wieder einzunehmen, die habe ich gerade abgefangen und getötet. Oder überrumpelt, sagen wir mal so. Und die haben meine Leute verscheucht. Inklusive getötet. So. Dem Lager hier hatte ich eigentlich Waffen und
anderen Zeug zugeschrieben. Ich weiß auch nicht, wie die arbeiten hier. Da kommen sie. Jetzt muss ich mir wieder neue Indianer, erstmal neue Kameraden suchen. So, jetzt ist das Lager hier oben wieder mit einer Person nur noch unterwegs. Und das hier hatte eigentlich Aufträge. Nämlich das da. So. Schickst du da von dem da oben, in den Fünfern, drei, zwei rüber. Das sind da schon mal drei. Ich werde hier runter nochmal ein paar schicken. Da oben sind Fünfe, da können zwei rasten, reicht vollkommen zu. Aber hier unten, hier, müssen halt mehr sein. Da kommen sie schon wieder. Die gehen jetzt dahin. Aber was soll da sein? Ist doch gar nicht. Macht ja gar keinen Sinn. Ich lege erstmal das Zeug hier rein. Zack, zack, zack. Ja, natürlich können sie es gleich wieder klauen, aber ich kann ja mal gucken, ob ich die gleich abfange. Nur wenn die das hier gleich zur Unterstützung haben, ist es doch ganz gut, so sage ich mir. Ja, das bringt Essen, das können wir noch mitnehmen. So, und jetzt hier. Also wie gesagt, die gehe ich da gleich abfangen. Das ist mir einfach zu doof dann. So, schließen. Warte mal. Habe ich drei? Nee, auf der drei liegt ein Bogen. So. Hier. Hier. Hä? Drei Krieger. Ach, die kommen von hier oben. Gut. Jetzt habe ich schon wieder drei Bögen bei mir drin. War also schon richtig gesehen. Drei. So. Hier raus. Na klasse. Bin mal auf Kopf. Das werde ich mir die hier gönnen. Halt. Nee, komm. Spionage und los geht's. Jetzt. Ich muss dieses Lager hier befestigen. So, die holen wir uns jetzt. Die werden aber immer nur noch einen von sechs angezeigt hier. Weil die nochmal Holz sammeln gehen und anderen Gedöns, um die Pfeile zu bauen. Die hatten wahrscheinlich auch keine Munition noch nicht.
Oh, 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 oh. Nein, ich glaube, die bewegen sich gerade. So, mein Freund, aufwachen. Nochmal. Wir fragen dich nochmal, mein Freund. Hat echt nichts zu sagen. Krass. Den nehme ich mit. So, das war der einzige. Hat er sich festgefahren hier? Ja, der hat sich festgebackt hier. Ist mir doch eigentlich egal. Fakt ist, ich habe ihn erstmal aufgehalten. Was auch immer er jetzt gemacht, ich jetzt gehabt hätte, wenn er jetzt wirklich durchgekommen wäre. Also, das ist halt schon schwierig hier. Ich habe 47 Kilo. Ja gut, ich schaffe es erstmal zurück. So. Ist erstmal aufgehalten. Naja, der war ja schon wieder auf dem Weg hier rüber. Am Ende hat er wieder die Leute dort niedergemäht. Ja, 1200 Punkte gerade mal wieder. 16% des gesamten Landes haben sie.
Na komm, ich weiß ja, wo ich lang muss. Gut, ins Pferdchen habe ich nichts gelegt. Eine Squaw ist hier. Und es müsste ein Krieger eigentlich hier sein, aber ein paar Pferde sind auch da. Gegenstände abladen. So, okay, Aufträge, dieses Lager hier. Inventar. Ich kann mal erstmal den Pfeil mitnehmen hier. Das ist ein Eisenpfeil einfach nur gewesen. Okay, was braucht dieses Lager, um nochmal geupgradet zu werden? 5 Felle, Sehnen und 15 Rope. Zehn Sehnen und 15 Rope. Okay, so abladen. Abladen. So. Schließen. Abladen. Zack, zack, zack. Lager. Ups. Was? Wolf? Ach, Wolfpelz. Das war der falsche Pelz. Ich stehe im Lack. So, Gold. Danke. Und dann hier einsortieren. So, das heißt, ich muss Wölfe jagen gehen. Das wird Spaß. So vorne, also hier. Ja, dann. Ups. 40 reinlegen wieder, zack. Ah, die trägt mein Pferdchen schon viel hier. Wahrscheinlich kann ich die Wölfe am besten bekämpfen auf dem Pferd. Weil ich damit jedes Mal besser abhauen kann wieder. Okay. Baby? Oh, jetzt sind keine Wölfe mehr angezeigt hier. Also wenn die dauernd sammeln, also wenn die ganze Zeit dort sammeln gehen, ja, ist das folgendes Problem, was ich da jetzt schon sehe, und das ist nämlich wahrscheinlich genau das, was passiert, sind sie nicht im Lager, um es zu befestigen oder zu verteidigen, in der Hinsicht gesehen. Eisenpfeile, können sie nicht herstellen. Warum habe ich eine Eisenpfeile genommen? Arrow.
Deswegen kriegen sie auch gerade nicht geschissen, weil das Eisen können sie ja nie, können wir nie herstellen. So, zack. Priorisieren, danke. Ja, normale Holzpfeile. So, ich bin ja echt bescheuert gewesen gerade. Ja, jetzt ist ein Wolf dort wieder angezeigt. Sehr gut. Dann reiten wir mal, so gesagt, hier in das Lager rein. Und die machen derweil die Holzpfeile fertig. Und das ist nämlich jetzt genau das, was ich machen will. Dann kriegen die jetzt auch Munition, was sie vorher nämlich nie hatten. Und damit hatten sie zwar Bögen, aber keine Munition. Was? Aha. Und da ist die Frage jetzt aber noch, wie viele... Ja. Die ganzen Leute dort... Oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute habe ich denn jetzt dort drin eigentlich? Ich glaube, 5. Das heißt, 5 Bögen müssen wir mal den ausstatten. Und wahrscheinlich muss ich die noch einzeln bewaffnen. So, und ich glaube, deswegen haben die sich nicht verteidigt, großartig mit Schusswaffen. Weil sie das Zeug zwar im Lager hatten, aber wahrscheinlich nicht ausgestattet. Was macht denn das Pferd? Die Wegfindung ist komisch. Gerade einen Kringel gemacht. Ja, ja, das ist die Wegfindung halt, ne? Ja, pfff. Welche Person? Die mir zugeschaut hat. Bei dir. Das sind die Wölfe hier oben. Wir werden in dem Lager hier unten speichern. Wir werden jetzt hier jagen, die Wölfe. Hast du auch noch einen Wolf aufgetaucht? Hab's gesehen. Ich werde die eh vom Pferd ausjagen, die Wölfe. F gedrückt hatten, so. Oh. Okay. Okay. Dann werde ich mir doch nochmal erstmal die Lager hier annehmen. Die müssen hier erstmal. Krass. Oh, Scheiße. Fahr zurück, rück. Oh, shit. Bin ich dran? Ach, die Achso, da hinten schießt der noch. Ach, da. Das kann ich erst gerafft, weißt du, wenn ich nicht weiß, wo die Schüsse herkommen. Ich auch! Weil man die nicht sieht, ne? Man hört es vielleicht nur knallen. Nee, ich bin bloß leicht, ich bin bloß verwundet, sagen wir mal so. Wird sich wieder regeln. Ich kann mir aber leider noch nichts bauen, weil mir was bei dem Inn fehlt halt. So, das bringt Gesundheit wieder. Nehmen wir das mit und das essen wir jetzt. Das ist eine Tomato. Eine Tomate. Nochmal.
Also so weit wollte ich eigentlich jetzt Uni vom Pferd dastehen. Ne? Also das Pferd nehme ich doch nochmal mit. Ist doch ein bisschen weiter weg. Ich habe gerade auf die Meter geguckt. Schon wieder 100 Meter entfernt gewesen. Boah, Leute! Der steht ja hier gleich vor der Tür. Oh. Honey Bubu, bitte töte mich nicht. Lass mich am Leben. Lass mich. Honey Bubu. Honey Bubu, bitte töte mich nicht. Lass mir mein Leben im Tausch gegen Informationen. Eine Gruppe wurde aus Rodrich ausgesandt, um Gold zu sammeln. Ohne es können sie nicht expandieren. So, das ist eine wichtige Information, oder nicht? Ich werde deine Worte überprüfen. Nun, fang an zu beten. Okay, das ist das Problem, die Expansion jetzt wieder zu verhindern. Das Problem in großen Sätzen, ich weiß nicht, wo die Gruppe ist. Das Gute ist, der hier hat sich so weit weggewagt, dass ich absolut keine Probleme habe, den jetzt hier zu läutern. Der hat sich zu weit von seiner Gruppe weggeworfen gerade. Der Honey Bubu. So, wir nehmen uns erstmal einen Schluck Feuerwasser. Ich werde mal gucken, dass ich. Das sind die Woodcamps, von denen sie mal geredet hatten. Ohne das Holz hier können sie Uni expandieren. Ich werde mal mein Pferd dann nach 100 Meter zu mir rufen. Klasse, das ist doch jetzt nicht euer Ernst schon wieder. So launt ihr oder was? Läuft, ne, bei dir. Ach du Scheiße. Ey, das ist gefährlich. Elende Wildnis, ne? Dass wir den Indianern behalten lassen sollen. Jetzt darf ich erstmal zurückreiten dorthin. Nichts mit Wölfe jagen, nichts mit Lager machen und es ist schon wieder das eine Lager wieder im Bedrängnis. Was haben die davon? Keine Ahnung, die werden schon wieder getötet. Okay. Also musst du alle von den anderen Lagern alle davon? Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich hatte noch keine Ausrüstung für die. Die sind auch gerade am Ausrüsten, also am Farmen von Ausrüstung. So Pfeile und Holz für Bögen, Sehnen und so weiter, um das zu craften. Ne? Das Problem ist bloß, dass die noch nicht mal annähernderweise fertig waren. Und ich weiß nicht, ob die sich halt mit Hand verteidigen. Krieger konnten.
Gestern. Töten die. Also einen haben sie getötet. Einen. Ich sehe aber dort oben nur Angehörige von meinem Zeug sterben. Getötet, 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 getötet. Also sind wir alle tot? Dort oben sind keine mehr. Dort sind alle tot. Ja? Also hier sind keine mehr. Hier sind alle tot. Hier sind keine mehr. Also ich habe nur noch 3 Indianer. 3. Kann das Lager dort vorne nicht halten? Ich kann es nicht halten. Es sei denn, du bist die ganze Zeit da. Oder kommen die Angriffe nur, wenn du abwesend bist? Das weiß ich nicht, wenn die Angriffe kommen. Aber andererseits sieht es ja auch ein bisschen dämlich aus, wenn du die ganze Zeit nur da rumguckst, ne? Irgendwie habe ich hier ein paar Meter vor mir einen Punkt. Die Squaw werden nicht angegriffen, es werden nur die Männer angegriffen. Zum Kotzen. Drop. Pfeile. So, tja. Den Inn habe ich jetzt erfolgreich ausgemerzt hier. Weil hier wahrscheinlich immer noch die Hütte steht. Kommen die wahrscheinlich immer wieder hierher. Aber vorhin standen sie ja nicht da, also. Nee, das ist eigentlich unabhängig davon. Ich habe keine Indianer mehr. Am Ende muss ich neu anfangen, weil ich hier zu wenig Leute nur noch habe. Kein Plan, wie das hier direkt verläuft. Da müsste ich mir erst was angucken. Sendet eine Gruppe aus, um Gold zu schürfen. Das ist nämlich diese Gruppe, die hier Gold schürfen muss. Das ist nämlich das, was schon Ranek vor uns schon kommentiert hat. Das ist nämlich hier sowas wie eine Goldschürfstelle. Na, weil es halt näher raus ist, aus, ne? Das Lager. Wahrscheinlich auch deswegen wird es halt so oft angegriffen. Ja, da kommt jetzt mal eine Goldschürfergruppe vorbei, die dann dementsprechend das dort immer handhabt. Ach, naja. Jetzt muss ich erstmal hier runter.
kurz Klo. Ach, na klasse. Da sind sie. Da sind doch schon wieder Leute. Das sind schon wieder Goldschürfer, ne? Das ist nämlich das, was ich vorhin schon einmal abgefangen hatte. Alter, das sieht wieder festgepackt hier. Da stehen schon ein paar Pferde. Das wird ihr irgendwann problematisch werden, wegen der Engine. Hatten die dort eigentlich in dem Lager dort einen Brunnen, dass ich draus süffeln könnte? Oder eine Regentonne? Oh shit, weiß ich nicht. Hier ist nicht in jedem Lager. Was, etwas müssen die ja selber süffeln. Hey. So, das war die Wood Company, die ich jetzt aufgehalten habe. Die kommen hierher, wegen dem Holz. Goldschürfer kommen hierher. Also hier ist das Holz und hier ist das Gold. Und ich muss die Wood Company, um die zur Strecke zu bringen, hier runter. Dort, wo ich eigentlich angreifen wollte, weil das sind nämlich die, die Lager dafür. So, weil da auch das mit dem Wood Comp draufsteht.
Da sind auch diese Lager, wo da steht Wood, also Holz. Aber diese zwei Dinger muss ich kaputt machen, damit die Expansion wieder zurückgeht. Also nicht vorangeht so schnell. Diese Lage werden sie sich dann natürlich versuchen wiederzuholen. So, aber erstmal das machen. So, nämlich hier oben ist das Lager weg, hier unten ist es noch da. Nee, jetzt ist es doch da. So, kann ich das Pferdchen kann ich hier hinten abstellen. Hinter dem Stein. Ja, das Lager haben sie nach vorne geräumt weiter. Ah, ist der Anführer. So, das sind... Ja, es geht. Also den hier kriegen wir schnell ausgeschaltet. Bitte tausch mein Leben gegen das, was Matt Shinginos, er wurde von Crow Bandit hierher gesendet, um dein Volk zu töten. Versuchst du nützlich zu sein? Ich werde deine Worte prüfen. Den habe ich nicht gesehen dort hinten. Macht Ärger mit seinem, die ihm Ideen in den Kopf gesetzt hat. Ja, war vorher nie ein Problem, doch ich muss ihn finden und seine Taten ein Ende setzen. Er befindet sich bei Huntress Bivouac. Ich sollte mir so viel überlegen, wie ich mit der Situation umgehe. Schüchtere aus dem La unbekannt. Du kannst den Ort durch Verhöre herausfinden. So, ich muss den Betäubten jetzt mal wegholen dort. Och, das war's schon wieder. Ich werde schon wieder sterben. Das geht mir schon wieder auf den Piebel. Yeah.
So, der geht jetzt wenigstens und ich bin, ja, krepiert. Müsste jetzt aber gleich im Lager dahinter starten. Wenn sie mich nicht sonst wohin schicken wollen. So. Ja, hat das soweit geklappt erstmal. Klasse, wo ist mein Beutel? Test, ist das mein Sterbeort, dieser Punkt? So, jetzt muss ich gucken, wo mein verdammter Beutel ist. Muss er hier irgendwo am Wald gestorben sein? Gerade. Hä?
Das ist doch nicht zu fassen. Oh, das ist doch nicht mehr mal nett. So, komm, töte mich. Bring's zu Ende. Ich hab keine Lust mehr. Ich werde hier so oft niedergemäht. Es ist doch nicht zu fassen. Jetzt kommt ein dämlicher Wolf und jetzt werde ich wieder wahrscheinlich irgendwo ganz anders wiederbelebt. Ich sag's doch. Was will ich denn hier hinten? Was will ich denn hier hinten? Oh, das ist doch... Ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise. Jetzt bin ich in meinem Hauptlager nutzloserweise gespawnt worden von dem dämlichen Spiel. Darf ich erstmal 10 Millionen Stunden wieder dorthin rennen? Oh, das ist doch nicht wahr. Die Regel ist doch, im nächsten Lager, im nächsten Feuerlager, also hier Lagerfeuer, wirst du wieder belebt. Ich stehe genau neben im Lagerfeuer. Und dazwischen sind noch 10 Millionen andere Lagerfeuer. Nö, ich werde im Hauptlager wiederbelebt. Es ist doch einfach ein Dreck. Finde nicht mal mein Zeug mehr. Das ist komplett weg. Was auch immer, warum auch immer. Der Bogen mit den ganzen Pfeilen ist weg. Das ist einfach Schmutz. So. Aha. Töte mich nicht, ich kann von Nutzen sein. Hast du gehört, dass Shinoinok Eisenbahnunterstützungslager Wood braucht und Leute aussenden wird, um es zu sammeln?
falls du es noch nicht gehört hast, schuldest du mir einen Gefallen dafür, dass ich es dir gesagt habe. Ich verdiene es definitiv, am Leben zu bleiben. Die Worte des weißen Mannes sind häufig Lügen. Warum sollte ich dir glauben, dass die Eisenbahnunterstützungslager Wut braucht? Ich werde selbst nachsehen. Ist da noch was gesagt? Ist das noch nicht? Das Problem ist bloß, dass ich bei den ganzen Toten jetzt immer wieder Punkte verliere. Mhm. Punkte, die ich eigentlich... Nee, warte, ich habe Punkte. Oh, 6000 Punkte. Okay, okay, okay. Also was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist das? Tomahawk? Health. Mehr Leben. Mama. Wundheilung. Taschen ertragen. Strike. Stamina-Regeneration, Regeneration verleiht die Kraft, die Fähigkeit, die 100 Kraft in 5 Meter zu regenerieren. Speer, Riffle, das ist Krieger, Kundschafter. Schneller. Die Kondition beim Sprinten und Rollen. Verringern wir die Einschüchterungszeit. Gibt dir die Fähigkeit, einen Stein präzise zu werfen, sodass du Gegner betäuben, nachdem du seinen Kopf getroffen hast. Aha, Kopftreffer also. Du gibst dir die Fähigkeit, Feinde zu enttarnen, die den Gebiet das ist gut. Das nehmen wir mit. Mal einen Lockruf. Noch einer. Drei Pfeile. So. So, die machen den Wagen jetzt hier.
So, den haben wir geplündert. Und verschwinde, Junge. Also den haben wir direkt aus dem Lager dort rausgekrallt uns. So. Das Wuttenbow. Okay, also damit ich hier jetzt nie ohne was rumrenne. So, der Chef steht dort. Mit dem Rücken zu uns, das ist gut. So, den nehmen wir das erstmal weg. Hautabak ist auch weg. So. Hi an den Chat. Nochmal ein paar Punkte bekommen. Sehr gut. Das war ein Fehler von dir, mein Freund. Machen wir das so, zack. Haben wir dort außen noch und im Lager noch in. Das sind zumindest die, die ich alle markiert habe. Also das Markieren macht es wirklich gut. So, und da ist es nur noch das Lager, nur noch mit einer Person unterwegs. Da kommt mein Pferdchen. So, Pferdchen, du nimmst das. Also Munition nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Egal was kommt. Gift. Oh, das könnte man noch. Das könnte man noch mal behalten. Vielleicht könnte man das taktisch benutzen. So, das ist Flint. Kriegt man noch den Wuttenbow rein. Die Pfeile. So, okay, das Pferdchen ist halt ausgearbeitet. Und ich bin jetzt so gut wie fast überladen wieder.
So, hier, der hat mir gesagt, wo seine Wertgegenstände sind. So, was ist das? Closer and Closer. Okay. Die Road ist schon fertig. Und ich habe eine Smith Russell Pistol Part Pad 1 hochqualitativen Bauplan gelernt. Sehr schön. Ablegen. 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 Nee, das war ein Räusper. So, Junge. Du bist der Letzte deiner Leute hier. Mehr gibt's, mehr sind nicht mehr vorhanden hier. So. Der ist doch Dachpappe. Du isst auch Dachpappe, hat er wirklich gesagt, Silvi. So, jetzt muss ich erstmal gleich mal gucken. Sind das, das sind Schrotflinten, oder? Kann ich jetzt gerade alles nicht so richtig mitnehmen. Den Russell nehme ich auf jeden Fall mit. So, die ganzen Wagen sind hier alle voll mit sinnvollem Zeug sogar. Ach du Scheibenglasser. Nee, jetzt kann ich die Russell wieder nicht mitnehmen. Und die ganzen Knarren hier auch nie. Jetzt wird es zu viel. Das Zeug bietet ja hier auch was. Allein das Meat hier. Zack. Das Fleisch, das der Fleisch bekomme ich überall her. Das kann ich mir sparen. Das brauche ich ohne. Keine Ahnung, für was man das braucht. Eine Ghoul. Ja, das sieht aus wirklich wie ein Kochtopf, ne? So. Plündert. Plünder leer. Plünder mehr. Oh, hier ist nochmal Werkgegenstände, hat er eh nicht. Den Wolfspelz nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Die Münzen nehme ich mit. Das Fleisch nehme ich mit. Die Wolfsklauen nehme ich mit. Das nehme ich auch mit, das ist Essen halt. Das ist ein Giftpilz. Die Pfeile können wir mitnehmen, genau. Das muss ich echt langsam aussortieren hier, was ich mitnehme. Ich muss halt gucken, dass ich einen Bauplan halt noch mitnehme. Baupläne hier. Wenn es irgendwo Baupläne gibt, muss ich die halt noch gucken, dass ich die mitnehme. Ein Hunterbow. Wolfshille? Ist das, glaube ich, mein Zeug, oder? Könnte sein, dass die mein Zeug geholt haben, sich, weil die mir ja gefolgt sind vor uns. Deswegen würde ich, das würde auch erklären, warum ich mein Zeug nie gefunden habe. Es haut ja nämlich schon fast hin, die Pfeile hier. Mhm.
So, durstig bin ich immer noch. Ein bisschen löscht Durst. Zu viel Alkohol langsam. Heilt Schock. Heilt auch Schock. Okay. Medium, small. Wasserbeutel, kleiner. Okay, das haben wir geregelt. Jetzt haben wir Hunger. Macht satt. Melone. Ja, ein bisschen Melone, ne? Kriegen wir das Inventar nämlich auch wieder ein bisschen leerer. Was wiegt denn jetzt wieder viel? Ach, die Klauen wiegen viel. 10 Kilo alleine. Die Felle lasse ich aber. Gut, die Klauen, dann reduzieren wir das. 20. Ich würde sagen, ja, auch 20, ne? Dann haben wir nämlich erstmal wieder was. Felle brauche ich erstmal nicht mitnehmen. Die Pfeile nehme ich nochmal mit. Zack. Die Münze. Ja, ne? Überladen. Na komm hier, es ist ein Fleisch. San Leroy. Oh, schon wieder Gold schürfen. Aha. San Leroy ist das. Gut, was ist denn hier oben jetzt? Wildtiere. Also hier kann man jagen. Das ist ein Jagdgebiet eigentlich im Prinzip, was ich mir hier erarbeitet habe. Hier kriege ich halt mein ganzes Zeug raus, was ich wahrscheinlich brauche. So, hier sind wieder Leute. Ich müsste jetzt wahrscheinlich erstmal zurück, damit ich überhaupt was abladen kann. Chief, wir haben eine verwundbare Stelle bei der Eisenbahngesellschaft gefunden. Wir haben gesehen, wie die Bauarbeiter die Schrauben schlecht verschraubt haben und haben es geschafft, einige Dinge aus ihrem Lager zu stehlen. Nimm das French und versuche sie zu beschädigen. Ich werde es tun. Gut, okay, das ist also ein Schraubenzieher oder was das auch immer darstellt. Ach, was habe ich denn jetzt schon wieder? Wieso bin ich jetzt schon wieder so? Hast du einen Schraubenschlüssel, wie den zum Reifenwechseln benutzt? Ja, das habe ich schon gemerkt, dass es sowas sein soll. Kautabak. Bei denen sieht das aber dann meistens nach ist, halt so ein Kreuz. Nee, ich bin überfressen gerade. Ich bin mehr. Ja, ich bin mehr als satt. Eine Pfanne brauche ich jetzt erstmal nicht. Gut. So. Jetzt muss ich erstmal hierher zurück. Okay, dann mal los. Vorne beim
Holzfällerlager sind auch schon wieder Leute. So. Leichte Alkoholik. Da werde ich noch mal ein paar Leute hinschicken bei Gelegenheit. Muss konnte daneben stehen, ich glaube, oder? Doch, relativ wird daneben stehen. So, okay. So, was soll ich, das Ding hier soll ich aber nehmen. A Class Bottle, das ist gut. Halt. Falscher Knopf, ich nehme alle drei mit. Und den Schlauch. So, okay. Ich habe das immer noch nicht gefunden. So, das haben wir. Warum auch immer, wo so viel Holz angetragen ist. Das raus und Fleisch, das können wir so lassen. So, Auftrag für Arrow. Komm, mach mal 200 Pfeile bitte.
Sehr durstig. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Oh, verdammt. Nee, komm zurück aus, danke. Und dann legst du bitte das so, so und so rein. Ach, und ja, schließen. Inventar. Normale Arrow. Gut. Dann werden wir das mal schnell mitnehmen. Ach ja. Na, dann mal los. Wie viele Punkte habe ich? 3000, noch was. Mensch! Boah, klar! Boah, das ist doch jetzt wirklich das Dümmste in dem ganzen Spiel. Du kannst nicht durch die ganzen Materialien selber durchschießen. Du kannst nicht durchgucken. Du kannst nichts machen. Aber der NPC ballert dir erstmal quer durchs ganze Feld in den nächsten Rippen rein, ne? Das ist doch so dumm programmiert, das Spiel in der Hinsicht.
Dümmste, was geht. Und ich bin dann sofort auch mit einer schweren Verwundung unterwegs. Na, blute wie blöde und sterbe jetzt. So, viel Spaß beim Sterben jetzt. Zack, bin tot. Das ist so dumm. Ich stehe hinter dem Wagen. Da würde niemals einer durchschießen können. Der NPC schießt erstmal quer durch. Echt idiotisch programmiert das Spiel. In der Hinsicht. Und ich stehe jetzt natürlich wieder im Hauptlager. Super. Einen halben Kilometer, mehr als einen halben Kilometer wieder weg von mir. Also in der Hinsicht bin ich sehr, sehr enttäuscht noch zur Zeit vom Spiel. Weil dazwischen gab es nämlich noch das Lager. Deswegen habe ich mich hierher begeben. Das hier. Es steht da im Spiel, wirst am nächstgelegenen Lagerfeuer wiederbelebt. Mein Pferd ist hier, nächstgelegene Lagerfeuer wäre hier. Und wo ist das hier? Am Arsch der Welt. Da steht halt, ne, zu weit entfernt. Vielleicht musst du den Außenposten in die trotzdem noch haben. Nein, musst du nicht. Wurde ja schon öfters in den anderen, in dem anderen Gebiet wiederbelebt, obwohl ich keinen Außenposten da drin habe. Oft genug schon jetzt. Ich habe mich ja extra zu diesem Lagerfeuer hinbegeben, damit ich eigentlich doch wiederbelebt werde. Wo bin ich jetzt hier? Das ist das Ding hier. Das kann ich ja, das hier ist ja auch einfach schmarrn hier, was hier draus geworden ist. Ist gar nicht so leicht heute. Ja, das Spiel ist doch etwas schwieriger, wie als wäre. Aber es ist halt dadurch interessant. Ich meine, man muss mit den Macken erstmal reinkommen und mit den Macken anfangen zu leben oder zumindest zu spielen. So. Ich werde jetzt gucken, dass ich in Zukunft immer an diesem nächsten Lagerfeuer erstmal vorbeigehe und dort speichere. Wenn es dann dort nicht wiederbelebt wird, weil. Ich kann mir vorstellen, wenn ich es gespeichert habe, dann wird es das auch als nächstgelegenen Punkt mal vielleicht mehr akzeptieren, das Spiel. Musst du mal probieren, ne? So. Okay, ich bin jetzt erstmal. Oh, wenn man es nicht braucht, ne? Jetzt werde ich mich gleich mal zu dem Lagerfeuer hinbegeben und werde mich dort mal so gesagt binden. Ne? Ich werde das mal so als binden bezeichnen. Nein. Nein. Verwundet. Ist noch nicht tot. Also ich habe noch das Pferd noch nicht sterben sehen bis jetzt hier im Spiel. So. So. Nee, das ist hier hinten oben. So, mal speichern. Jetzt haben wir gespeichert. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir nochmal dorthin gehen. Wo auch immer diese Leute jetzt hier hin sind, die hier waren. Ich hab's gehört. Das Pferdchen ist jetzt gerade halt nicht mit viel Leben unterwegs, mit zwei Leben. Ein kleiner Angungser oder irgendwas in der Drehe tut das Pferd halt sofort zusammenzucken. Ich weiß nicht, ob es auch sterben kann. Komplett, das habe ich noch nicht gesehen. So. Okay, wir sind jetzt wieder da, wo wir waren. Gucken wir uns noch mal um hier.
Aus irgendeinem Grund gibt es gerade FPS-Fall. FPS falling down, falling down, falling down. FPS falling down, FPS. 16 FPS, Wahnsinn. Wo bin ich jetzt hier gerade gelandet, dass ich hier jetzt gerade so einen FPS-Drop habe? Warum? Vor allen Dingen, warum? Ja, die ganze Zeit funktioniert das Spiel ordentlich bei 60 FPS und plus, ne? Aber jetzt habe ich gerade einen Drop. Gehen wir mal. Hat das was mit den Wagen zu tun, die ineinander? Jetzt kommt sie wieder hoch. 21, 16 FPS. Also, es könnte sein, dass die Wagen, die dort hinten sind, wahrscheinlich genau das, was die ineinander stacken, das Problem bereiten jetzt gerade. Wir gucken mal, wenn wir weiter weggehen, ob wir. Kann man die nicht anzünden? Das wäre schön, ne? Ich weiß nicht, ob die halt beim Laden auch weg wären. So, ja, genau, okay. Also, es könnte sein, dass die dort was zu bedeuten haben. Okay, also, das haben wir ja hier weggeräumt. Das müssten wir eigentlich hier hinten hoch. Was ich mich frage, und das werden wir jetzt gleich mal sehen, was das ist. Diese gelben Punkte hier, sind das, wo ich gestorben bin? Oder ist das nur, dass man dort was plündern kann? Nee, ich habe manchmal nicht gefunden. Das ist der Witz daran. Diese gelben Punkte, habe ich jetzt echt gedacht, dass es sowas ist, dass man dort was looten kann, dass sowas rumliegt. Hä? Pferdchen steht genau drauf. Hä? Aber jetzt buggt das Spiel komplett, ne? So. Nee. Nee. Der sagte dort jetzt die ganze Zeit, dass ich das nur looten kann, das Pferd. Ich versuch's gerade mal ranzurufen, ob das jetzt was anderes ist. Hier mit F kann ich es nur looten. Okay. Folgende Sache, wir werden jetzt hier nach vorne gehen, hier speichern, das Spiel nochmal neu starten und gucken halt, was dann hier passiert. In der Zwischenzeit rufen wir das Pferd immer ein Stückchen hinter uns her. So gesagt, bei 100 Meter Entfernung. So, gerade, ich weiß nicht, ob was es bei dem Spiel für Bugs gibt, deswegen kann ich mir jetzt nichts daraus reimen. So, 100 Meter Entfernung kann man das Tierchen rufen. So. FPS ist wieder angestiegen. Und jetzt ist das Pferdchen auch wieder da. Okay, hier oben ist noch Roots Woodcamp. Das müssen wir noch zerlegen. Jetzt gehen wir trotzdem erstmal hierher und speichern dort. So. Okay, jetzt hat sich ja wieder alles normalisiert. Das weiß ich nicht. Neu starten. Werde ich es jetzt mal. Also, ich werde es aber noch weiter erstmal machen.
Noch starte ich jetzt nicht neu. Hat sich ja erstmal wieder normalisiert. Was tippst du? Wurdest angeschrien. Spaß. Echt? Na klar, der hat mir frohes Neues gewünscht. Oh, hier. Hunter First. Aha, und dann hier. Okay, das Lager hier hinten noch. Gut, weiß ich Bescheid. Nun gut, dann gehen wir erstmal weiter. Also ich müsste bald mal wieder ein Lager. Es ist ein ziemlich weiter Weg immer, muss ich ehrlich sagen. Okay, weiter. Hier hoch müssen wir. Geradeaus. Und da ist ein Camp. Ich hoffe, das Camp kriegen wir kaputt, ohne dass wir erwischt oder gekillt werden. Oder sollte ich erstmal zum Lagerfeuer reiten? Reiten wir mal großzügig drum rum und gehen ans Lagerfeuer. So, das ist großzügig. Ich habe keine Angst davor jetzt. Aber da können wir das Lagerfeuer aktivieren und falls wir sterben, gegebenenfalls wieder dort uns erstmal wiederbeleben. Das Feuer muss ich wahrscheinlich dort erstmal entzünden, wenn ich mich nicht täusche dann. Ah, da ist es ja. So. Okay, das Lagerfeuer haben wir jetzt aktiviert und jetzt gesaved. So, und dann können wir jetzt das Pferdchen. Ja, das nehmen wir mit. Was wurde denn das bitte? Das haben wir auch schon. Und das auch schon. Gut. Abgerufen. So, weiter geht's.
So. Okay, wir werden erstmal hier ein bisschen Spionage betreiben. Also. Oh, da unten. Ich weiß nie, wie ich. Oh, dort unten. Da. Zwei Stück. Sehr schön. Nummer eins. Nummer zwei. Das ist der Chef. So, das sind die, die ich jetzt gerade sehe, ne? Den dort holen wir uns jetzt. Der steht so abseits der anderen. Ich muss den Ort dort rausfinden. Der einzelnen Person. Weg mit ihm. So, okay, zack und weg mit dir. Die haben mich gesehen. Hätte ich nicht gedacht. Haben sie ja schon geschafft jetzt. Pferdchen steht hier. Das ist sehr gut. Für mich zumindest. Auf die Satteltasche zugreifen. Also ich habe Hunger. Eins, zwei, drei. Feuerwasser werde ich mal kurz trinken. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir das so. Feuerwasser trinken. Mushroom essen. Stock Meat essen, Smoke Meat essen, geräuchert, also ja, genau. Oder verbrannt? Nee, geräuchert. Würde ich schon sagen, geräuchert, ne? Smoke ist der Rauch. So eine leere Flasche haben wir jetzt wieder und jetzt können wir uns noch was nehmen hier. Ich hab Durst. Ja, was ich wieder weiß, ne? Ja. So, okay, zack. Ist die Frage, wie viel Wasser muss ich zu mir nehmen jetzt? Das ist die zweite Wasserflasche. Und das wäre die dritte Battle. Die dritte Wasserbattle. Okay, also bei sehr durstig drei Wasserflaschen. So, also mit sehr hungrig zu vergleichen, einfach nur. Finde ich aber schön. Hallo an den Chat nochmal, so schön, wie er kommt und geht. Das ist, ich hoffe euch, uah. Blute wieder wie blöde. Komm schnell, bevor ich drauf gehe. So, im Normalfall müsste ich hier vorne jetzt wieder auftauchen. Hoi, ja, la, 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 la. Komm, 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 komm. Ist das? Komm, ich will sterben. Oder muss ich mich jetzt erst wirklich anfangen zu heilen? Was haben wir dann? Blutung. Prost. Was war das? Wolltest du gerade aufsteigen?
Es ist doch immer so, wenn man sich Heilungszeug holen will, no, dann ist dann plötzlich, dann trifft der Tod ein, ne? Das hat man doch das letzte Mal auch schon, wo ich gesagt habe, ich werde mich jetzt verbinden. Ich werde mir den Bruch jetzt, weil das Spiel mich nicht töten, das sterben lässt. Ich krieg eine Krise. Oh, das ist doch Schmutz, das Spiel. Wieso? Hä? Wo bist du jetzt? Reiner Schmutz. Wieder oben? Ich bin jetzt hier oben. Hab hier unten gespeichert. Was ist denn das für ein Käse? Das ist ja richtig dumm. Kann man schnell reisen? Probier's aus. Wie beim Pokémon. 20 Stunden Reise. Ey, das ist doch... Nächste Lager wird wiederbelebt. Steht in der Beschreibung. Schmutz. Das beste Wort, was ich von anderen Streamern gelernt habe, anstatt einfach irgendwelche Beleidigungen zu sagen, ist wirklich Schmutz. Und das trifft auch zu. Mensch, runter von dem Vieh! Bin noch nicht verwundet. Oh Gott sei Dank. Oh, James Mark Paul Lane. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe viele Gruppen geleitet, bevor mich der Anführer von Roadage gefeuert hat. Eigentlich hätte ich ihre Gruppe bis jetzt gerade Gold sammeln leiten. Gold sammelt leiten sollen. Du machst mir keine Angst. Hau bloß ab. Du bist nützlich. Ich werde die Information verwenden. Okay, weg. Zack. Wo kommen die denn plötzlich her? Ich kann vom Glück sagen, dass ich noch nicht blute. Okay, was haben wir? Haben wir irgendwas mit? Ja, wir haben was mit. Wir haben da was mit und... Noch was mit. Noch mal was mit. Und den Durst können wir ein bisschen stillen. Heftiges Bluten würde das verringern. Hm. Okay. Ach du meine Güte. Die sind ja hier drin, direkt hier. Dort laufen auch schon Leute lang wieder. Goldschürfer. Hier oben kommt nochmal ein Trupp. Patrol. Von der Patrouille habe ich den Anführer gerade geklatscht. Zufälligerweise. So. Wir wollten das Lager hier ausmerzen. Ach du meine Güte, ist das jetzt hier, wird es ja richtig bunt.
hineingepfercht. Oh, mein Pferd lebt noch. Aha, das ist der Typ, der noch dort existiert, der hier. Der schläft gerade. Kriege ich den, ist die Frage. Das Lager ist bekannt jetzt. Gary. Frag mal schon, was der Gary hier macht. Hallo an den Chat. Frohes Neues wünsche ich an dem Chat. Was ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist das? Das ist nur ein Typ. Und diese Mannschaft hier habe ich jetzt gerade gekillt. Das ist die Patrol. Okay. Okay, da, das. Mein Pferd hat schon viel mit. Eins, zwei, drei. So. So, jetzt darf ich nichts weiter essen erstmal. Die ganzen Waffen hier, ey. Ach ja.
Es hat geklappt. Ich, ein offizieller Vertreter der Eisenbahngesellschaft, bin befugt, Ihnen Umzüge aus dem umliegenden Region anzubieten. Verlassen Sie jetzt oder werden Sie entsprechend den Maßnahmentragen ablehnen. Ich werde da jetzt nie umsiedeln. Wegen den Imposten da oder was? Was ist denn jetzt hier? Wie war es hier? Mein Hab und Gut ist weg. Der dort. Meine Wasserflaschen und Co. hat er jetzt zwar nie, aber mein anderes Zeug. So, verschwinde, Junge. Ach ja. Es sind noch vier. Nee, wir machen das anders. Aufstehen.
war eigentlich nicht so geplant. Das war geplant, eigentlich. Was sagt nicht? Ach ja. Das hast du einen Joven gewissen, also wie ist der? Die Söhne, die habe ich jetzt hier weggeschickt. Den wollte ich nie umbringen. Achso, na dann. Jetzt war schon Gary gehabt. Der Gary war schon da und der Joe war schon da, genau. Ja, kommt. So. Wie? Habe ich viel verpasst? Nö, außer dass NPCs wieder durch die ganze Matrix schießen, anstatt Sichtlinie direkt zu besitzen. Ja, das ist ärgerlich, aber sowas kennen wir ja von solchen Spielen schon. Ja, das ist nervig. Also das macht das Spiel kaputt. Das macht das Spiel richtig kaputt. Wenn die halt durch ein ganzes Haus durchschießen. Und mich sehen. Aber wo soll ich mich sonst verstecken? Beziehungsweise langlaufen, ne? Wenn sowas eigentlich nicht als so gesagt Versteck zählt oder Hindernis. Genau. So, machen wir das jetzt mal schnell. Hier. Das ist ja noch was unserer guten alten WoW-Zeit, ne? Feind ist zu nah. Welcher Feind ist zu nah? La Wolf? Das Lager dort. Nee. Der noch abhauen musste. Ich glaube, der noch abhauen musste, der war zu nah. Hä, ist ein neuer Stern? Ist ein neuer dort? Die haben einen neuen befördert? Ich habe ja den Sterntypen ja schon weggenutzt. Der ist wieder dahin gegangen. Nee. Der war ja weg. Der war weg. Völlig wurscht jetzt, wer das war dort. Auf jeden Fall war er eigentlich weg. Haben sie jemanden neuen dort reingesetzt? Oder aufgestiegen halt derjenige? Oh Gott. Halt! Spionage. Oh shit, den hätte ich gebrauchen können noch. Tür zu. Ja. Was du da? Du den verscheuchen. Scheuchen, aha. Papa spielt Fernsehen. Aber leise. Ist das ein Gegner?
Infektion, Schock, leichte Wunden und so weiter. Komm. Dehydriert. Jetzt musste ich gerade schnell handeln, das ist ja Mist, ey. Okay, also ich brauche jetzt irgendwo mal eine kurz eine Wassertonne. Hier irgendwas drin, was Getränke bringt. Nee. Ich weiß schon, was es wird. Ach, das sieht aus. Frosch. Leise. Das ist ein Wasserfress, oder? Am Haus? Sehe ich nie. Es ist dunkel. Hier in der Kiste vor dir. Sehe nichts. Es ist dunkel. So, Kriegsbemalung. So. Buch brauchst du. Gut. Hat aber wenigstens mitgeteilt, wo der Schatz ist. Und nichts mehr hat er zu sagen. Da ist der Brunnen. Muss da irgendwo was sein, womit ich hier...
Sam. Kein Wasserfass, irgendwo hier, weit und breit. Aber die haben wenigstens was zu trinken hier. Gott sei Dank. Okay, wir haben hier was zu trinken. So. Okay, ich will erst mal gucken. Plündern dort oben. Ja. Ich habe noch keinen weiteren Indianer dazu bekommen. Ja, dauert nur Monate. So. 5000 Punkte. Fertigungen. Ich meine, ich kann zwar was Neues lernen, aber das bringt mir ja... dazu braucht man den Gol und die Gole und Klo, also den Leim. Ach, das ist Leim. Das ist Leim. So, was haben wir hier? Explobo Heavy... Heavy Arrow, Long Arrows, Arrows, also normale Arrows und Medium Arrows. Das ist ja so wie der, Ach, das ist ja das, ach so, das ist dieser Bogen, Und der Kriegsbogen. Ah. 9000 Punkte für den Bogen hier. So, was braucht man für die heftigen, heftigen Pfeile? Ach, die Wolfsklauen braucht man dafür, aber die können wir trotzdem mal lernen. Heavy Arrow. Ich weiß gar nicht, was die für einen Schaden machen eigentlich. 80. Und der normale? 85. Warum brauche ich einen schweren Pfeil, wenn der 5 Schaden weniger macht als der normale Arrow? Wahrscheinlich, damit ich einen besseren Bogen anlegen kann, höchstens mal. Long Arrow. Was braucht man für den? Ein Iron Arrow Heat. Die Iron Arrow Heats weiß ich nicht, wo ich die herkriege. So, machen wir erstmal so, dass man. So, jetzt habe ich erstmal alle Pfeile gelernt, erstmal. Fallen, Falle. Was für ein letzter Tag? Nur gestern. Und jetzt ist es wieder erster Tag? Ja. So. Das ist eklig, oder? Was? Das Rückenpunkte, das ist eklig. Ja. Gifte. Ach, hier kann man lernen, gut, Leather brauche ich, also ein bisschen was, Prärie, Büffel, Ressourcen. Was ist das für ein Campfire? Lagerfeuer für etwa 7 Tage entzünden. Ermöglicht es dorthin und von dort weg zu reisen, kann nicht in einer Siedlung platziert werden. Ja gut, okay, das habe ich schon verstanden. Das sind Getränkebeutel. Okay, das ist hier so Campfires. Irgendwo Behandlung. Speziell. Also die Ressourcen hatte ich schon mal gemacht gehabt. Getränkflaschen. Das magische Schwert.
So, machen wir mal das, das, das und das rein. Dann haben wir das schon mal gelernt. Spezielles, was ist das? Aha. Aha, okay. Punkte, um Leder zu lernen. Also das wäre natürlich ein bisschen sinnvoll bei mir. Ich habe Bögen, habe ich ja schon erlernt. Aber noch nicht alles. Hauen wir mal noch den Bogen dazu. So, dann haben wir wenigstens den komischen Sehnbogen. Sehnbeckbogen. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt noch nicht regeneriere, aber egal. Siedlung, niederbrennen. So, dann ist mir egal, was jetzt noch für Loot jetzt gerade hier drin ist, aber erstmal weg damit. So, dann haben wir das erstmal geklärt. Sehr hungrig und sehr durstig. Essen habe ich dabei, Getränke habe ich schon wieder nicht dabei. So. Achso, das habe ich ja noch gar nicht gemacht eigentlich. Was sind hier oben mit den Aufträgen eigentlich? Dazu müsste ich das upgraden, um Aufträge zu erteilen. Ja, dann mache ich das mal demnächst. Wir haben ja nur noch vier. Vier Leute haben wir nur noch. Das ist die Patrol. Das Lager hier oben könnten wir dann noch angreifen. Das hier unten ist ein direktes Fort, gut geschützte Siedlung. Durchschnittliche feindliche Fertigkeit 7. Der Baumi. Grüß dich, der Baumi. Der Baumi? Und nochmal frohes Neues in den Chat. An euch alle. Hier geht die FPS gerade wieder runter. Ja. Okay. Es ist Fakt, dass die hier ineinander stecken, das ist halt schlecht für die FPS gerade. Kannst du die Flächensiedlung abbrennen? Sag mal gucken. Du kannst von mir aus gucken, was willst, Ranek. Ich kann, ich habe sonst keine Ahnung. Ich kann sie nicht transportieren, darum geht's. Ich kann sie nicht transportieren, weil sie die im Baum festgebackt haben. Deswegen konnte ich sie ja auch nicht wegreiten. Du kannst sie ja nur in der Siedlung zerstören. Oder demontieren, sagen wir mal so.
So, jetzt wir erstmal absteigen hier vom Pferdchen. So, dann nehmen wir erstmal die 4 Water Bottles raus. Und. Ja, gut, okay, dann haben wir aber nur noch die Water Bottles jetzt. Okay, wir haben das ja. Also wenn es ganz blöd kommt, muss ich das Game nochmal von vorne an starten, wenn ich jetzt keine Leute mehr dazu bekomme, weil ja, hat man ja keinen Fortschritt groß. Jetzt, na, aber erstmal werde ich mich noch schlau machen mal über das Game. Bevor ich jetzt sowas ansetze. So, nehmen wir das hier auch noch raus. Zack. Okay, wir droppen die Items. Das nehmen wir noch mit. Das und das. Gehst du bitte weg dort? Und das ist Medizin. Also das Geld können wir auch noch hinterlegen. Schließen. Wir brauchen hier oben was? 10 Fälle. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt die Fälle hätten. Ne, wir haben nicht genügend Schweinefälle. Leider. Gut. So. Ich beende erstmal diesen Stream hier jetzt. Für die nächsten 3 Stunden hat das jetzt erstmal gereicht. Bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Und wünsche euch noch ein frohes neues Jahr heute in den 9. Tag des Jahres, den 1.1.2022. Und gute Besserung für die Leute, die an Corona erkrankt sind, beziehungsweise hoffe, dass ihr kein Corona bekommt. Ja? Bis dahin und gute Gesundheit. Tschüss.